Und jetzt? Mit den Fingern auseinanderreißen. Also mach das mal hier rein. Versuch mal, das jetzt auseinanderzureißen. Also du musst jetzt das Ei nehmen und dann machst du die Daumen da rein und dann kannst du es so aufbrechen. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Heute fange ich mal den Vlog ein bisschen früher an, ein bisschen cooler an, ein bisschen besser an, weil ich es kann. Weil ich es kann. Okay, jetzt kommt meine Tochter. Hallo. Schon der erste Zoom-Call hinter dir? Nö, erst um 8:30 Uhr. Also jetzt gleich. Möchtest du auch noch ein Brötchen mit essen? Ja, mit machst du Ei? Ich mache für Papa und für mich Omelette. So, was? Ich mische aber Rührei. Oh! Sorry. Ich war gerade so ein bisschen. Ja. Das war jetzt gerade so ein bisschen. Sorry, ja. Ich bin also in der, wie nennt man das, im nahen Umfeld ist gerade jemand verstorben. Und das ist jetzt wohl gerade eben passiert und da war ich gerade so ein bisschen, es war halt eine Quälerei und demnach habe ich natürlich gedacht, na endlich. Ich habe, also es war jetzt kein Familienmitglied oder sowas. Nicht von mir. Eigentlich auch nicht von Matthias. Aber es geht schon in die Matthias-Richtung. Aber wie gesagt, ist nichts Schlimmes für uns jetzt. Es trifft uns jetzt nicht so. Ja. Jetzt geht's ans Frühstück machen. Bevor ich gleich anfange mit Arbeiten. Jetzt habe ich hier diese. Genau, ich muss jetzt arbeiten gleich. Maris ist jetzt in der Kita, Marlin ist in der Schule, Mara ist im Zoom-Call. Jeder hat seine Aufgaben. Ich habe gleich ein paar mehr Aufgaben mehr. Ich muss von Überweisungen machen, Rechnungen schreiben und so weiter. Ich muss auch noch eine nicht so schöne Mail schreiben. Was mich so ein bisschen nervt. Mal gucken. So, ich mache jetzt ein Omelette, bestehend aus 2 Eiern. Kann ich euch denn hier hinstellen, dass ihr mitgucken könnt? So, geht das irgendwie? Das hier kommt im Müll. Das kommt hier hin, das kommt in den Kühlschrank. Brauche ich was zum Wenden? So, mit O. Muss Mara Maus. Mara genießt gerade unglaublich die Stille hier in dem Haus. Ich habe jetzt gerade bei einem, wie nennt man das, Handwerkerladen? Nee, achso, ich wollte euch auch noch zeigen. Wollte ich euch das? Komm, ich zeig's euch. Das ist schon cool, ne? Mit der Schrift da? Ja, finde ich gut. Und zwar habe ich jetzt gerade, was machst du hier? Chillst du deine Basishaar oder was? Habe ich noch eine Gardinenstange hierfür bestellt? Ich habe ja noch eine Makramee. Machst du aus? Makramee-Vorhang. Was hat denn jetzt hier gerade gequietscht? Achso, Papa hat oben gespült, wa? Hast du gerade gespült? Ja, ne? Ja. Achso. Ja, weil ich mich wieder gewundert habe, warum dieses Wasserquietschen da war. Von diesen. Das Ding wird im Übrigen am 19. auch ausgetauscht, ja? Weil immer, wenn man abrupte Wasser zieht, sprich die Waschmaschine, der Wasserlauf am Kühlschrank oder die Spülung, dann quietscht nämlich, ich glaube, also es quietscht definitiv dieses Ding hier. Das ist irgendwie ein Trinkwasserfilter oder so, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall quietscht das dann immer. Und dann hört man das natürlich, wenn oben irgendjemand was macht, dann macht sie einmal hier so. Ja. Ich habe eine
Gardinenstange, wie gesagt, für dieses Fenster hier bestellt, was ich per Click und Collect dann abholen kann. Für den Vorhang, ich habe nämlich noch so einen Vorhang, wie oben im Schlafzimmer hängt, und ich glaube, das passt hier perfekt rein mit dem Braun. Da müssen wir nicht auch nicht laufen, die Jalousie hier runter machen, weil ab und zu fährt er hier an dem Weg, das sieht man ja jetzt hier perfekt, hier kommt der Bewohner von hier hinten, hier lang. Ist nicht oft oder so, aber wenn es hier drinnen so, also wenn es draußen dunkel ist und hier drinnen die Sonne, das Licht brennt, sieht man das natürlich unglaublich doll. Und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, ich mache jetzt hier einfach noch den Vorhang hin. Er liegt ja hier eh rum. Deswegen habe ich jetzt nochmal eine Gardinenstange bestellt. So. Dann habe ich richtig gut, ihr könnt mich jetzt mal alle loben, Bilder bestellt für diese Bilder hier. Oh mein Gott, dass ihr das noch erlebt. Und zwar so schnell. Halbes Jahr, wow. Bin ich mal richtig schnell unterwegs gewesen. Die kommen vielleicht schon heute an. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken. Wäre natürlich geil, wenn das auch mal erledigt ist. Tut mir leid mit meiner Nase. Ich habe echt Nasenproblem zurzeit. Also ich glaube eher, dass ich ein Nasenspray-Problem habe. Ja, egal. Nicht so schlimm, komme ich auch wieder weg von. Ja, das ist ja hier der einzige Raum, wo man nichts machen muss. Nur Vorräte, das ist alles cool. Aber was ich gerade sehe, ist, dass jetzt zum Frühjahr auf jeden Fall die Scheiben geputzt werden müssen. Ja, ach ihr, ja, ich mache jetzt erstmal Katzenfutter. So, Schlüssel. Schlüssel. Tasche, Marlene macht Picknick mit ihrer ganz alten besten Freundin. Also zu der Zeit, wo wir hier noch gewohnt haben. Tschüss! Die Tochter von meiner ehemaligen besten Freundin sozusagen. Mit der trifft sie sich jetzt gleich und dann gehen die eine Benjamin Blümchen-Torte essen. Ja. Dann gehen die eine Benjamin Blümchen-Torte essen und setzen sich da irgendwo in Lübars hin, da an diesem See oder was es da ist. Was sollen sie machen? Wetter ist ja bombenmäßig. Und ich hole jetzt Maras ab. Und dann müsste ich eigentlich noch was abholen. Eigentlich habe ich die ganze Zeit gewartet auf eine Mail, dass ich diese Gardinenstange abholen kann, dann hätte ich das nämlich auch schon machen können. Aber da kommt leider nichts, was soll ich sagen. Ne? Ich mache so drei Kreuze, wenn ich meine ganzen Sachen wieder machen kann. Irgendwas klappert hier. Ich lasse das Tor immer nur so weit aufgehen, so breit wie mein Auto ist, und dann quetsche ich mich da durch und dann mache ich es wieder zu. Mit los! Die schmecken richtig lecker. Ja? Die schmecken genauso wie die schwarzen. Ja. Nein! Ja. Auf keinen Fall! Ja. Nein! Ja. Ich fahre jetzt gleich mit Matthias nochmal schnell ein Paket abholen. Aber da passt auf mich auf! Das sage ich jetzt hier nicht, wer auf dich aufpasst. Das geht niemandem was an. Du bist auf jeden Fall nicht alleine, Schmatzbacke. Du Schmatzbacke. Das ist Mara. Oh, ich liebe es so sehr, diesen Jungen an den Haaren zu ziehen. Ich darf das aber auch machen. Nee, darfst du nicht. War so klar, dass du sagst. Es war so klar, dass du es jetzt sagst. Das ist so eine richtige Wallermähne schon. Ich mach es noch ein. Guckt euch das mal an. Die schmecken so lecker. Ja, mach mal. Was machen wir bei dir jetzt? Wir wollen einen Kuchen backen. Maris will einen Kuchen backen. Dann müssen wir dir jetzt erstmal eine Haarspange reinmachen bei den langen Haaren.
Du hast raue Wangen. Ich höre schon was. Wir brauchen ja noch das hier. Oh nein, ausrollen nicht. Wir brauchen eine Schüssel. Eine Schüssel. Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich gerade ein Löffel. Oder? Ein Löffel. Die Butter schmilzt gerade. Du kannst ja schon mal dich zu dem Topf da stellen und gucken, ob die Butter schon fertig geschmolzen ist. Nee? Warum? Ich möchte helfen. Mama. Na was? Moritz. Einfach nur Moritz. Okay. Da. Wie sieht's aus? Sehr schön. Ja, danke. Oh, darf ich hier reinmachen? Mhm. Pass auf, ich erklär dir. Du haust einmal ein bisschen doller gegen die. Kante, aber mit Gefühl. Dann soll man das hier reinmachen? Nee, das kommt da nicht rein, das muss da rein. Ich versuche es nur aufzufangen, falls es runterfällt. Hier, ganz vorsichtig, so machen. Ein bisschen doller. Ein bisschen nur. Ja, zeig mal. Nochmal. Und jetzt? Mit den Fingern auseinanderreißen. Also mach das mal hier rein. Versuch mal, das jetzt auseinanderzureißen. Also du musst jetzt das Ei nehmen. Und dann machst du die Daumen da rein und dann kannst du es so aufbrechen. Vorsichtig, kann ich einfach mal knack machen, ja? Schön da drüber bleiben. Kann ich das nicht so reinmachen? Das geht nicht so. Versuch einfach. Okay. Und dann muss das hier reinlaufen lassen. Alles rein, das ganze Ei. Da. Jetzt habe ich mir auf die Brille gehauen. Was ist das? Das ist die Haut vom Ei. Das kannst du auch aufreißen. Und dann kann das Ei raus. Reiß mal auf. Nein. Guck mal. Nee. Eins und jetzt auch das zweite. Ja. Haben wir gar kein Biomüll hier? Ja, mach ich das. Kriegst du das hin? Warte. Warte, ich gucke hier mal zu. Und man nimmt nicht die lange Kante, stopp. Man nimmt nicht die lange Kante, sondern hier, also nicht die kurze, sondern immer die lange Seite. Also hier so machen, guck mal. Guck mal bitte hin, so machen. Nicht so, sondern so, okay? Mach. Noch einmal ein bisschen. Nochmal. Okay, ja. Beide Daumen wieder rein. Ja. Mach erstmal nur einen Finger rein. Ah! Okay. Aber kannst du was hier machen? Warum? Ich kann das nicht an deine. Guck mal, außer muss ich. Klack! Und dann kannst du es auseinanderreißen. Und dann kriegt man es rein. Oh. Gesundheit. Okay. Alles gut? Jetzt darf ich das reingucken? Ja. Das Ganze? Ja. Hand vor den Mund halten. Jetzt schön tief festhalten. Du musst also erstmal einpacken und dann nehmen. Mal so. So halten die Hand. So. Schön tief. Kann ich die nicht so halten? Naja, aber so kannst du nicht genau richtig rühren. Oh, das ist eine Schokolade. Wo? Na, hier an der Stirn. Du machst weg? Nein. Und Make-up jetzt im. Nein, du hast das immer noch. Willst du mich veräppeln? Nee, das ist wirklich das. Wirklich. Max, das Eigelb geht nicht mal kaputt, was du da machst. Das sieht aus wie Hundekacke. Das stimmt. Wollen wir mal zusammenrennen? Achtung, schön locker lassen die Hand. Lass mal deine Hand schön locker, okay? Das tut
mir weh in der Schulter. Ja. Guck mal, du musst mal richtig hier unten das Pulver hochholen. Baby, Alter, was? Baby. Ja. Pass auf, ich rühre und du leckst gleich die Schüssel aus. Ist das ein Angebot? Ja. Was machst du denn das? Soll ich die drauf verteilen oder machst du das? Ich mach! Also komm her, ich geb dir und du verstreuselst sie da drauf. Alle? Genau. So überall. Nicht auf dem Boden, sondern nur. Okay, komm, ich mach mal schnell. Leck du mal weiter. Lecker? Noch mehr? Ja. Jetzt ist aber nichts mehr drin, Hase. Muss mal gucken, wenn er fertig ist dann gleich, ne? Leute, ich habe jetzt gerade noch eine Kooperation gemacht, Alter, und ich finde das Zeug richtig geil, ja? Guckt euch das mal an, das ist jetzt weiß lackiert. Bis gleich, ja? So, ich hole jetzt auch schnell mein Paket ab. Paket, Paket, Paket für morgen. Überfall. Guten Tag. Und dann passt das. Ja, danke. Alles, was hier auf der linken Seite steht, ist euer. Da ist jetzt nämlich drin Dekoration für das ist ja das Paket für die Zimmermaterialien, die ich brauche, morgen für eine Überraschung für Maris. Und wir gucken uns jetzt mal die Sachen schon mal zusammen an, den kleinen Teil jetzt hier. Ja. Oh. Hätten die tun, wie geil. Oh. Haben die also mitgeschickt oder haben die... Nein, ist da drin. Nee. Okay, ist ein bisschen gebraucht, okay. Nee. Ich hab's mir größer vorgestellt, ne Kissen. Ist viel zu klein? Nö, ist okay. Kotzfit. Kotzfit. Was denn? In so einem Kissen der Tunnel? Ja. Ist das jetzt deine Höhle? Nee, die Höhle ist schon oben im Büro. Ja, mach mal auf hier. Das ist sowas Gutes. Wunderhübsch. Hast du noch was runter? Genau, und das hier ist die Höhle. Das ist geil. Das gibt es auch bei Kick für 3,99. Ich finde, es ist entzückend. Für 3,99 hält das Plastik, ne? Und brennt halt eben besser. Entzückend. Das ist hier auch toll. Das habe ich hier in der Aldi. Geh Fernsehen gucken oder spiel ja an der Eier oder das ist ich, aber nerv mich nicht. Guckst du mal den rein? Ich habe das dreimal jetzt versucht, hier zu klauen. Und zweimal hat sie mich erwischt, aber ich beim dritten Mal habe ich es geschafft. Jetzt geh mal rüber und frag mal, ob du was davon abhaben darfst. Marleen? Titi. Marleen? Ja. Kann ich was von deiner Schokolade? Papa! Boom, Alter, boom! Beim dritten Mal! Das fand ich jetzt gemein. Papa! Sag mal, was ist denn los? Geh mal ein bisschen mehr auf Toilette. Kacken. Ja, genau. Komm, hopp. Ja, mach ich gleich. Geh jetzt. Boah, jetzt riech mal gut. Nee.
Sie riecht immer gut. Nee, jetzt riecht sie besonders gut. Das ist die, die immer mit so einer riesen Duftwolke aus dem Zimmer kommt. Riecht das gut, Mama. Was willst du denn schon wieder von Mama? Willst du schon wieder irgendwas? Ich mach dir gleich einen Titty-Twist. Okay. Was ist denn ein Titty-Twist? Na, hier so und dann drehen. Aber ist das der Clip, weißt du noch? Titty-Twist? Ja. Alter, ich bin so fertig mit der Welt und ich muss jetzt an mein Handy, weil Anne eine Werbung gemacht hat. Und ja, ich ihr. Alter, Anne hat wieder gewerbt. Und ich helfe ihr natürlich dabei, was das Werben angeht, was LR angeht. War der jetzt lecker, der Kuchen? Mein Handy vibriert durchgehend. Ich muss da jetzt mal ran. Guck dir deine. Okay, hier oben ist es richtig kalt. Oh, warum? Mares, ist dir das hier drinnen zu kalt? Nee, zu warm. Ist dir zu warm? Ja. Okay, hier drin ist richtig kalt. Mama. Warte ganz kurz, Baby. Mama. Oh, Mara, du hast hier Fenster auf. Mara, schläfst du? Okay. Nein, sie schläft. Was? Vielleicht einen ausmachen. Nichts anmachen mehr, okay? Was? Lass nichts mehr einmachen, bitte. Was nicht mehr anmachen? Ja, wirklich da mehr reinmachen, bitte. Was soll ich nicht mehr machen? Keine E-Ne bitte hier einmachen mehr. Keine E's? Keine Lichter bitte mehr anmachen. Schläfst du schon? Komisches Kind. Mama. Ja? Ja, das war auf der Hand. Ich. Habe ich gut gemacht, oder? Sieht gut aus? Wirst du krank? Nee, ich muss einfach jetzt in meine Decke. Er hat schon so rote Wangen, die leuchten. Deine Dings ist aus, ne? Ich mach dir das. Ich werde mich nochmal an. Guck mal, Mama. Warte, ich warte, warte, warte. Ich habe gerade ein Haus bei Minecraft. Cool. Bau dir mal ein Haus. Hier ist halt überall Fenster offen, ne? Irgendwie steht die Box richtig blöd da. Muss ich mal gucken. Ich habe schon wieder so ein Arsch voll zu tun. Das ist unnormal, Leute. Unnormal. Herunterfahren. So. Hier auf dem Schreibtisch soll entweder da oder da soll eigentlich eine kleine Lichterkette. Da ist sie. Wer soll denn sowas beachten? Das beachtet doch keiner. Morgen für das Projekt im Maris sein Zimmer. Wir wollen ja morgen Maris überraschen. Wenn er in der Kita ist, will ich das alles aufbauen. Und da habe ich gesehen, dass diese Lichterkette Montag geliefert worden ist. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Ach, mit Fernbedienung, wie cool. So sieht die aus. Hier so kleine Kugeln, damit das so ein bisschen... damit das so ein bisschen diffus ist, das Licht. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, warum ist denn hier ein USB-Kabel dran? Ja, wie dem auch sei. Die brauchen wir morgen. Für Mara seine Überraschung. Ach Leute, man. Kennt ihr das, wenn so viele Sachen im Kopf sind und man gar nicht weiß, wo fängt man an und wo hört man auf? So ist das gerade bei mir. Hier ist auch das Fenster auf, Alter. Leck mich am Fuß, Mann. Hört doch mal auf, überall dieses scheiß Fenster aufzureißen. Hier oben in der kompletten oberen Etage ist nur hier im Badezimmer die Fußbodenheizung an. Komplett sonst nirgendwo. Und ich glaube, Maris wird krank. Ich glaube wirklich, dass der jetzt eine Erkältung bekommt oder so. Und ich finde, die Kette hier ist ganz schön tief, oder? Wenn die bis hier wäre, wäre besser. Aber ich finde die so schön. Die ist so schön. Guckt mal. Ne? Egal. Ja, ich habe mit Anne schon wieder, also Anne hat die Story heute gemacht. Die hat heute geworben, aktiv wieder. Und ich helfe ihr immer bei dem Bearbeiten der Anfragen, weil es echt viel sind. Oder? Und deswegen habe ich so einen Arsch voll zu tun. Und ich weiß nicht, wo mein Abschminkzeug. Ich habe das doch gestern schon gesucht. Ne?
So. Irgendwie macht das Spaß. Ja, also morgen werde ich vormittags, wenn Maris im Bett ist, wenn ich ein bisschen was gearbeitet habe und mich fertig gemacht habe und so weiter, werde ich Maris sein Zimmer ausräumen. Und zwar werde ich erstmal das Schlagzeug wegräumen, weil er damit relativ wenig spielt im Verhältnis zu dem, was ich ihm da aufbauen will. Und was noch? Die Küche überlege ich die ganze Zeit, ob ich die auch abbauen soll. Da muss ich nochmal gucken und nochmal in mich gehen und überlegen, ob ich das machen will oder nicht. Also machen im Sinne von das rausnehmen. Eigentlich habe ich sogar überlegt, ob ich die verkaufe, weil die eigentlich nicht mehr benutzt wird, so wirklich. Aber genau dann wird er sie benutzen. Wisst ihr, was ich meine? So. Naja, mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir das bis morgen, aber es wäre schon geil, wenn die wegkommt. Weil das, was ich ihm da jetzt aufbauen will morgen, wird wahrscheinlich ein bisschen größer und länger. Deswegen glaube ich schon, dass es gut wäre, wenn beide Teile wegkommen. Das ist ja eh eigentlich eine Platzverschwendung. Und eigentlich hätte ich auch noch gerne eine Schaukel für ihn hier im Flur eigentlich. Ach Mann. Ich muss mir das nochmal überlegen, wie ich das mache. Ich weiß auch nicht so genau. Aber auch morgen nehme ich euch natürlich mit bei dem Vorhaben, Maris sein Zimmer zu pimpen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich glaube, das ist eine echt coole Sache. Ärgerlich, dass dieser Teppich noch nicht da ist, aber ich glaube, ich kriege das auch ohnehin. Da muss ich nochmal gucken. Und ihr könnt gespannt sein, was ich da morgen vorhabe. Was wäre ich nun ohne meine Gesichtsgrimassen abends, ne? Das wäre einfach nicht ich. Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht und bis morgen.